Also, was ist Hashems Films und wer ist Abdullah Hashem? Abdullah Hashem ist eine YouTube-Legende, der eine Serie machte, die YouTube im Sturm eroberte. Seine Serie ist eine der meist authentischen, lebensändernden Arbeitsstücke, die im Internet verfügbar sind. Die Zuschauer, die privilegiert waren, ein Teil dieser Revolution zu sein, wissen, worüber ich rede. Für die, die nicht mit dem YouTube-Wahnsinn vertraut sind, der von Hashems Films verursacht wurde, hier eine schnelle Zusammenfassung. Es war einmal in einem entfernten Land, da beschloss ich mich, auf die Jagd zu gehen und das System des Dajjal zu enttarnen. Und ich würde bald Unterstützung in meiner Reise bekommen. Wir würden überall in den Staaten hinreisen und Geheimnisse von Tippgebern sammeln und dabei verblüffende Entdeckungen in der Welt der geheimen Eliten und Okkulte machen. Well, we can't take a bus? No, no. Wir würden Hollywood und New York infiltrieren, um das Manipulationssystem und das sogenannte Siegel Magie TV zu enthüllen. Sobald wir ihre Methoden lernten, war es schwer für mich nicht zu lächeln, wenn ich manchen von ihnen ins Gesicht schaute. Ein Hauptüberschrift, das einige Jahre zurücklag, behauptete, den ersten menschlichen Klon erzeugt zu haben. Erinnert ihr euch an die Geschichte und die Klonanzeige und an den Mann namens Rael? Die Filmemacher werden euch heute Abend einen Film über den Mann und die Rael-Revolution präsentieren. Abdullah Hashem und Joe McGovern sind heute Morgen mit uns, um uns zu erzählen, warum und wie sie in diesen sogenannten Sex-Okkult geraten sind. Und danke euch Jungs fürs Reinkommen. Also nochmal, warum habt ihr den Wunsch, diesen Dokumentarfilm zu machen? Und wie seid ihr in diesen Okkult reingeraten? Also Angela, ich selbst bin so ein komischer Typ und bin auch in komischen Sachen interessiert. Ja, wir haben eigentlich früher an einer Dokumentation über Yeti-Jäger, Bigfoot, gearbeitet. Und haben uns dann entschieden, der nächste Schritt wird über die UFO-Okkulte sein. Nachdem wir erfuhren, was hinter den Kulissen geschieht, starteten Abdullah und Hashems Films eine Reise durch die USA, um das System des Dajjals, Antichrists, zu enthüllen. Durch ihre Reise enttarnten sie mehrere Menschen und mehr als einen falschen Propheten.
enthüllte große satanische Geheimnisse der Weltfreimaurerei. Er enthüllte große Geheimnisse zum Thema UFO-Phänomene und verknüpfte sie alle zu den Dschinns und der schwarzen Magie und entlarvte diese Bewegung und ihre Propheten als Agenten, die die Agenda der neuen Weltordnung vorantrieben. Die NASA verspätet die Landung des Shuttles von morgen wegen UFOs. Alles Propaganda, um euch zu programmieren, um die neue Weltordnung zu akzeptieren. Bald werdet ihr verstehen, warum und wie. Für die, die Minoriger die Nachahmung von Abdullah Hashim vorwerfen, muss ich als erstes sagen, dass ich geehrt bin, dass meine Arbeit überhaupt mit seiner verglichen wird. Zweitens werde ich ihm selber erlauben, den Zuschauern zu erklären, was er denkt. Assalamu alaikum euch allen. Ich will nur sagen, hier ist Abdullah Hashim und ich will hier definitiv etwas klarstellen und Noriga Productions und Arkana Productions weiterempfehlen. Die Ankünfte. Die Ankünfte ist ein Stück, das wirklich einige Sachen beinhalten wird, die nicht mal ich in meine Serien gesetzt habe. Und sie werden wirklich vieles da, wo ich aufhörte, aufholen und dann weitermachen. Diese Jungs sind großartig, sie haben ein gutes Herz und ich vertraue ihnen zu 110%. Jede Information, die ihr von diesen Jungs bekommt, wird eine heiße Sache sein. Ich erwarte wirklich von euch, dass ihr das Wort im Internet verbreitet und Noriga da draußen helft. Und fangt an, eure eigenen Serien zu machen. Tut was. Vielen Dank und Assalamu alaikum. Ich wurde eigentlich im Nachhinein inspiriert, anzufangen Videos zu machen, nachdem ich Zeuge war, wie sein Kanal 4-mal abgeschaltet wurde. Und genauso wie er mich und viele anderen inspiriert hat, möchte Arkana und ich, dass diese Serie auch euch inspiriert. Ladet diese Videos runter und verbreitet das Wort und macht auch eure eigenen. Ergreift die Initiative und gebt das Wissen an andere weiter. Ich will deinen Geist befreien, Neo, aber ich kann dir nur die Tür zeigen. Durchgehen musst du ganz allein.